Vielen Dank, Birgit. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich mit euch und Ihnen heute über das Zertifikatsprogramm Data Storage sprechen kann. Wir schließen derzeit gerade die zweite Runde des Kurses ab. Das heißt, es ist eine ganz gute Zeit, um da ein bisschen darüber zu reflektieren, wie die letzten 2 Jahre gelaufen sind, wie die 2 Kurse, die wir bereits durchgeführt waren, so ja, was da gut gelaufen ist und wo wir vielleicht noch ein bisschen nachjustieren können. Da freue ich mich dann auch natürlich auf das Feedback oder Ideen und Fragen von euch und Ihnen. Okay, dann fangen wir gleich mal an. Einige von Ihnen kennen vielleicht dieses Dokument, The Six Pillars of Engaging Researchers in Research Data Management von der Lebervereinigung. Und das stammt schon aus dem Jahr 2020. Und einer der Punkte, einer der Empfehlungen in diesem Bericht ist, um eben Data Stewards auszubilden, die verbunden sind mit den diversen Einheiten, die in einer Forschungseinrichtung normalerweise vorhanden sind, wie die Bibliothek, die IT-Abteilung, aber auch die Rechtsabteilung oder Projektmanagerinnen. Genau, zu dem heutigen Tag, Entschuldigung, genau, zu dem heutigen Tag habe ich mir einige Punkte für die Agenda überlegt. Einerseits schauen wir uns ganz kurz an, wie das Thema Data Stewardship Aus- und Weiterbildung derzeit aussieht in Europa. Wir werden uns ein paar Empfehlungen für Data Stewardship Training, Data Stewardship Ausbildung auch ansehen. Dann werde ich natürlich das Zertifikatsprogramm an sich vorstellen und wir werden den Vortrag beenden mit dem Thema Karrierewege von Data Stewards, weil man in der Regel diese Art Weiterbildung nicht macht, nur um sich wirklich aufs Interesse weiterzubilden, sondern um eben auch eine entsprechende Rolle, eine entsprechende Stelle in diesem Bereich zu bekommen. Genau. Tatsächlich ist es so, dass angehende Data Stewards oder Personen, die in der Forschungsdatenmanagement-Unterstützung arbeiten möchten, bereits einige Möglichkeiten haben in Richtung von Training und Weiterbildung in Europa. Da haben wir quasi eine gesamte Skala von ganz kurzen Trainingskursen, die wirklich ein paar Stunden dauern, bis vielleicht ein paar Tage. Das sind in der Regel eher informelle Trainingsprogramme. Das können auch Selbstlernangebote sein oder Train-the-Trainer-Kurse, die vielleicht auch bekannt sind. Ich habe hier mal als Beispiel, ich sehe, das ist noch auf Englisch, als Beispiel das den Selbstlernkurs von dem Projekt Fair's Fair und EOS Synergy ausgewählt. Das heißt, Data Training. Das ist wirklich ein E-Learning-Kurs, wo Sie in ein paar Stunden, so 2, 3 Stunden, ein paar Module im Selbststudium absolvieren können, wo Sie wirklich einen sehr groben Überblick darüber erhalten, was Data Stewards tun, was diese Rolle in der Regel beinhaltet an Forschungseinrichtungen und was sind so die Themen, mit denen sich Data Stewards beschäftigen. Das heißt, so eine Basis von Forschungsdatenmanagement und Open Science. Genau, und dann quasi weiter so die Mittelstufe zwischen den Studiengängen, den kurzen Trainingsprogrammen sind eben die Zertifikatskurse oder Zertifikatsprogramme. Diese dauern in der Regel 1 bis 2 Semester und die sind dann natürlich deutlich umfangreicher und in der Regel auch etwas formaler aufgestellt. Sie bekommen dann in der Regel ein formales Zertifikat, dass diese Kurse haben eine Akkreditierung durch eine bestimmte Bildungseinrichtung. Und als Beispiel habe ich hier das den Zertifikatskurs Forschungsdatenmanagement von der TH Köln und der Landesinitiative Forschungsdatenmanagement in Nordrhein-Westfalen ausgewählt. Dieser Kurs ist derzeit in der dritten Runde und ist offen für vor allem für Deutschland, aber für den deutschsprachigen Raum an und für sich dauert ein Semester und richtet sich explizit an Personen, die in diesem Bereich bereits tätig sind und die sich hier entsprechend auch weiterbilden möchten. Genau, und dann quasi das andere Ende der Skala sind komplette Studiengänge.
Da gibt es derzeit in Europa tatsächlich nur ein Beispiel. Das sind dann natürlich je nach den lokalen Gegebenheiten Kurse, die 2 Semester bis im deutschsprachigen Raum in der Regel 4 Semester dauern würden. Und als Beispiel habe ich hier eben das digitale Datenmanagement. Das ist ein Masterstudiengang, ein weiterbildender Masterstudiengang, das in Kollaboration zwischen der Humboldt-Universität zu Berlin und der FH Potsdam angeboten wird. Dieser Kurs ist tatsächlich jetzt auslaufend. Das heißt, da werden jetzt keine neue Studierende aufgenommen. Aber es war jetzt, ich glaube, 2 oder 3 Jahre gab es mal die Matrikel, die diesen Kurs auch absolvieren konnten. Genau, ich glaube, dabei ist jetzt noch wichtig zu betonen, wir reden hier wirklich von Weiterbildung oder Ausbildung von Data Stewards in der Regel öffentlich finanzierten Forschungsbereich. Es gibt auch diese Rolle von Data Stewards in der Industrie, in der privaten Wirtschaft. Da gibt es auch einige Ausbildungen, Weiterbildungen für genau explizit diese Rolle. Aber da die sich sehr stark unterscheidet von unserem Verständnis von Data Stewards an Forschungseinrichtungen, werde ich mich heute wirklich nur auf konkret diese Rolle beschränken. Genau. Das heißt, wie Sie sehen, derzeit gibt es schon einige Möglichkeiten, was man sich auswählen kann. Und es hängt natürlich sehr stark davon ab, wie die eigene Forschungseinrichtung, wie die eigene Arbeitgeberin diese Rolle auch definiert. Ob das jetzt volle Stellen sind, die wirklich nur, wo Personen nur als Data Stewards Vollzeit arbeiten, oder ist es quasi so eine zusätzliche Aufgabe, die sie schon zu einigen anderen Tätigkeitsbereichen dazu bekommen. Und entsprechend würde man natürlich auch dann sich orientieren, um eine passende Weiterbildung oder Ausbildung auszuwählen. Genau, um das alles ein bisschen anschaulicher zu machen, habe ich hier auch 2 aktuelle Data Steward Profile. Das heißt wirklich 2 basieren auf Personen, die in diesem Bereich tätig sind. Und da sieht man auf den ersten Blick, dass die auch ganz unterschiedlich aufgestellt sind. Das basiert auf 2 Einrichtungen in Holland. Und auf der einen Seite haben wir hier ein Profil von einem Data Steward an der TU Delft, die ja seit Jahren als die Vorreiter-Universität gilt in dem Bereich Data Stewardship. Und wie Sie sehen, sind die Erwartungen hier recht hoch. Tatsächlich wird hier ein Doktorat gefragt von den Personen, die diese Rolle dann übernehmen. Sie sollten auch eine aktive Forschungserfahrung haben. Und sie übernehmen dann in ihrem Job einige sehr spezialisierte Aufgaben, wo sie zum Beispiel Training zum Thema Forschungsdatenmanagement anbieten, das sich explizit an diese Disziplinen richtet, mit denen, in der sie auch selber ausgebildet sind und womit sie sich gut auskennen. Das heißt, man geht schon relativ in die Tiefe, was diese Unterstützung zum Management von Forschungsdaten angeht. Und so ein bisschen auf der anderen Seite haben wir eine Person, die als Data Steward tätig ist an einer kleineren Fachhochschule, auch in Holland. Und da sieht man, dass die Erwartungen ganz, ganz anders sind. Da ist die formale Vorgabe, dass diese Person mindestens einen Bachelor-Abschluss benötigt. Und man sieht auch, dass diese Data Stewardship-Rolle ist nur ein Teil von deren Tätigkeiten. Das heißt, die haben eigentlich ein Hauptjob in der Bibliothek und haben zusätzlich dazu quasi dieses Thema Forschungsdatenmanagement-Unterstützung dazu bekommen. Und wir wissen, das ist auch durchaus an österreichischen Forschungseinrichtungen ein Thema, wo man relativ selten Personen hätte, die explizit sich dieser Aufgabe, ausschließlich dieser Aufgabe widmen. Oft hat man eben eine Kombination, zum Beispiel Thema Open Access und dazu auch Forschungsdatenmanagement oder Data Stewardship-Aufgaben. Das heißt, das ist auch durchaus für unseren nationalen Kontext relevant. Genau. Und wenn man sich diese 2 Profile so nebeneinander anschaut, sieht man natürlich, dass es, da würden Sie mir, glaube ich, zustimmen, dass es
vielleicht nicht ganz angebracht ist, dass man von einer Person wie dieses Profil auf der rechten Seite fordern würde, dass sie zusätzlich noch einen kompletten Master in Data Stewardship abschließen oder in digitalem Datenmanagement, weil das potenziell für diesen Anteil ihrer Stelle gar nicht notwendig ist. Was da aber durchaus relevant und hilfreich sein könnte, ist, wenn sie eben potenziell eben so eine Art Zertifikatsprogramm absolvieren oder eins von diesen kürzeren Trainingskursen. Und dann auf der anderen Seite haben wir dann auch, kennen wir auch diese, könnte man diese Diskussion eröffnen, was denn überhaupt zumutbar ist von jemandem, der bereits ein PhD hat. Ist es denn möglich, dass man dann zusätzlich von denen fordert, dass sie noch einen zusätzlichen Master absolvieren, um in diesem Bereich tätig zu sein? Oder ist es da eben eher wieder auf einer eben quasi niedrigeren Ebene von den Zertifikatsprogrammen oder kürzeren Trainingskursen? Genau. Derzeit gibt es noch nicht wirklich ein Konsens darüber in Europa, wie diese Ausbildung oder Weiterbildung für Data Stewards tatsächlich aussehen sollte. Es gibt diverse Use Cases, diverse Kurse, die bereits angeboten werden, wie die, die wir uns schon angesehen haben. Aber tatsächlich gibt es diese Bemühungen auf der europäischen Ebene, das ein bisschen mehr zu vereinheitlichen und da mehr zusammenzuarbeiten, um mehr einheitliche Standards für diese Rolle festzulegen. Da haben wir im Rahmen der, der Taskforce von der EOSC, der European Open Science Cloud, zum Thema Data Stewardship, Curricula and Career Paths, gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus ganz Europa einige Empfehlungen ausgearbeitet, die zu diesem Thema, die sich zu diesem, mit diesem Thema beschäftigen und sich an verschiedene Stakeholder richten. Tatsächlich sind es 17 Empfehlungen. Wenn Sie sie, wenn Sie sich dafür interessieren, gerne können Sie diesen gesamten Bericht lesen. Ich habe jetzt ein paar ausgewählt. Und einerseits empfehlen wir jetzt an die, das richtet sich tatsächlich an die Rektorate von Universitäten und auch an, an Ministerien, dass die, dass sie, die sich dazu verpflichten, tatsächlich Data Stewards auszubilden und dass sie sich dazu formal verpflichten, wenn sie Policies zu Forschungsdatenmanagement oder entsprechende Strategien ausarbeiten. Und was damit natürlich einhergeht, ist, dass wir denen nahelegen, dass sie in diesen Bereich auch investieren, dass sie in diese Weiterbildung, bei Entwicklung von Weiterbildungen und Durchführung von solchen Kursen investieren und dass die sich auch an die verschiedenen Forschungsbereiche richten. Es ist ebenfalls wichtig, dass wir eine höhere Anzahl von akkreditierten Kursen haben, dass das nicht nur so informelle Trainingskurse sind, aber dass es tatsächlich ein formaler Qualitätssicherungsprozess gibt, wie bei einer Akkreditierung durch eine Universität. Aber was wir weiterhin auch empfehlen, und das geht konkret an die Forschungseinrichtungen selbst, dass diese auch Kerncurricula zum Forschungsdatenmanagement für Studierende, für Forscherinnen etablieren. Das bedeutet, dass wir idealerweise in Zukunft in allen Studiengängen diese Themen mit drin hätten. Und damit würde auch dieser Bedarf an einer Weiterbildung in diesem Bereich ein bisschen senken. Genau, es war jetzt relativ abstrakt zum Anfang. Deshalb wäre es ganz gut, wenn wir uns jetzt mal ein bisschen was Konkreteres anschauen, was Greifbareres. Da möchte ich Ihnen kurz erzählen, wie das Thema Data Stewardship derzeit an der Universität Wien aussieht und wie viele andere Forschungseinrichtungen verwenden wir hier dieses Bild von einer Brücke. Also die Idee ist, dass unsere Data Stewards, die, die bei uns an den Fakultäten und Forschungszentren arbeiten, unsere Zielgruppen, Forschende, Studierende, mit den zentralen Services, mit der Infrastruktur verbinden und da wirklich diese Brücke schlagen.
Und wie wir mit unserem Programm angefangen haben, 2022 haben wir uns entschieden, ein sogenanntes Data Cert Netzwerk zu implementieren. Das ist ein Teil unseres größeren Forschungsdatenmanagement-Teams. Wir haben die Koordination an der Bibliothek und wir haben dann Data Stewards, die an den ausgewählten Fakultäten und Forschungszentren arbeiten und dort für die disziplinspezifische Unterstützung zuständig sind. Und was uns eben sehr wichtig war, als wir unsere mittlerweile 4 Data Stewards angestellt haben, wir wollten sie nicht einfach nur finden und anstellen und dann quasi einfach machen lassen. Wir wollten sie wirklich gut unterstützen, gut einarbeiten, sodass sie möglichst gut für diese recht herausfordernde Rolle vorbereitet sind. Und da haben wir 2 Maßnahmen ergriffen. Einerseits haben wir ein sehr strukturiertes Onboarding entwickelt, das circa 2 Monate dauert. Und wir haben dann eben auch diese formale Weiterbildungsschiene gestartet, nämlich das Zertifikatsprogramm Data Steward. Genau, und wie das denn konkret aussieht, wir haben uns dann bei der Entwicklung, das sehr sehr eng mit dem Projekt Fair Data Austria war, haben wir uns da so 3 Prinzipien gesetzt, an denen wir uns orientiert haben. Einerseits war es uns sehr wichtig, natürlich, dass unsere zukünftigen Data Stewards die richtigen Kompetenzen erwerben können. Aber wir haben hier natürlich mit Erwachsenen zu tun, die sehr viel eigene Berufserfahrung, Forschungserfahrung mitbringen. Das heißt, wir wollten auch diese Erfahrungen und Expertise in den Kurs einbinden und davon profitieren. Das heißt, wir haben versucht, Wege zu finden, um das gegenseitige Lernen innerhalb der Gruppe zu unterstützen. Mit dem Ziel, dass wir eine Data Steward Community bauen, dass unsere Data Stewards, unsere Absolventinnen auch Teil der internationalen Data Steward Community werden. Jetzt ein paar Eckdaten zu dem Kurs. Es handelt sich um eine berufsbegleitende Weiterbildung, die basiert auf einem Zertifikatskurs Data Librarian, das wir vor einigen Jahren an der Universitätsbibliothek Wien angeboten haben. Wir haben auch sehr stark die Ergebnisse von dem Fair Data Austria Projekt verwendet und haben auch eine sehr enge Kooperation mit 2 ähnlichen Kursen in Deutschland aufgebaut. Einerseits das Data Train, das ist von der Bremen University Alliance und dann mit dem bereits genannten Zertifikatskurs FDM von der TH Köln. Der Kurs findet auf Englisch statt und ist sehr international ausgerichtet. Dauert 2 Semester und man bekommt dafür 15 ECTS-Punkte insgesamt. Und wenn man den Kurs abschließt, erfolgreich, dann bekommt man eben ein Zertifikat der Universität Wien. Und derzeit belaufen sich die Kosten auf 2.950 Euro. Was die Zielgruppen, die Aufnahmevoraussetzungen angeht, wir haben versucht, hier wirklich offen zu sein und verschiedene Expertisen, Erfahrungen auch zu würdigen. Das heißt, wir richten uns da wirklich an Forschende, PhD-Studierende, Postdocs, aber auch Mitarbeiterinnen aus der Forschungsunterstützung, aus verschiedenen Bereichen der Forschungsunterstützung. Als Aufnahmevoraussetzung braucht man die allgemeine Hochschulreife, solange man eine mehrjährige einschlägige Berufserfahrung nachweisen kann oder ein abgeschlossenes Masterstudium. Genau. Was die Bewerbung angeht, es ist relativ einfach. Man muss ein kurzes Motivationsschreiben schreiben, dann einen Lebenslauf beilegen, die entsprechenden Urkunden und optional kann man auch ein Empfehlungsschreiben von der Arbeitgeberin dazu hinzufügen. Der Kurs ist in 5 Module aufgeteilt. Das erste Modul ist das einzige, was in Wien stattfindet, vor Ort. Das ist eine Woche im Oktober, wo die gesamte Gruppe zusammenkommt, sich kennenlernt und ebenfalls sich mit den Grundlagen des Forschungsdatenmanagement und Open Science auseinandersetzt. Und ab dem Modul 2 findet der Rest des Kurses online statt. Das zweite Modul bringt dann die Grundlagen von IT und Data Science Themen. Und wie man sieht auf der Abbildung, diese ersten 2 Module sind so die Basis von dem gesamten Kurs, wo wir ganz viele verschiedene Themen
erwähnen und uns ein bisschen anschauen, aber im Detail werden die dann im Modul 3 behandelt, wo wir verschiedene Themen entlang des prototypischen Lebenszyklus von Forschungsdaten behandeln. Und im Modul 4 fangen wir an, diese neuen Kenntnisse, die man erworben hat, in die typischen Aufgaben von Data Stewards zu übersetzen. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir lernen, wie man eine Bedarfsermittlung macht oder wie man Training selber entwickeln und durchführen kann. Und im Modul 5 wählen sich die Teilnehmenden ein Thema für ein Projekt, an dem sich entweder alleine oder in kleinen Gruppen zusammenarbeiten. Und hier sind sie wirklich ganz frei. Wir hatten Teilnehmende, die hier Projekte gemacht haben zur Entwicklung einer Forschungsdatenmanagement-Policy für ihre Einrichtung. Aber wir hatten auch Projekte wie die Entwicklung eines Brettspiels zur Vermittlung der FAIR-Prinzipien. Was die Lehre in dem Zertifikatsprogramm angeht, haben wir versucht, hier eine gesunde Mischung von Forschenden und Expertinnen aus der Forschungsunterstützung zusammenzubekommen. Wir wollten auch einerseits die Expertise aus Österreich bekannter machen und auch die internationalen Perspektiven einbinden. Da haben wir Kolleginnen und Kollegen aus einigen dieser Länder für den Kurs gewinnen können. Was die konkrete Lehrveranstaltungen angeht, das sind wirklich interaktive Workshops, die dann begleitet sind durch Selbststudiumsphasen. Es gibt keine Prüfungen, keine Tests. Dabei gibt es aber praktische Aufgaben, die die Teilnehmenden dann in diesem Selbststudium dann erarbeiten. Und teilweise sind diese auch wahlbar. Und jetzt komme ich schon ein bisschen zu einem Rückblick auf die ersten 2 Jahre. Wir haben hier bei der ersten Durchführung, die 2022 angefangen hat, 25 Teilnehmende gehabt aus 10 verschiedenen Ländern. Und wir haben wirklich eine sehr diverse Gruppe zusammenbekommen, was sehr erfreulich war, von den Disziplinen her, von den Geistes über die Sozialwissenschaften bis hin zu Informatik. Und was die Berufe angeht, zu dem Zeitpunkt des Kursbeginns, da waren Bibliothekarinnen, Data Stewards, aber auch Wissenschaftlerinnen auf verschiedenen Karrierestufen. Und in der zweiten Runde, die jetzt derzeit bald zu Ende geht, ist es sehr, sehr ähnlich. Da haben wir 26 Teilnehmende aus 12 Ländern, inklusive den USA und Japan. Wieder ganz, ganz breit, was die Forschungsdisziplin angeht, was dieser akademische Hintergrund angeht und ebenfalls auch die verschiedenen Berufsgruppen, die wir hier vertreten haben. Und wir hatten auch das Glück, dass wir wirklich auch recht positives Feedback erhalten haben von den Teilnehmenden in beiden Runden. Aber wir versuchen natürlich da auch immer wieder Wege zu finden, wie wir uns auch verbessern können. Apropos verbessern, was ist denn gut gelaufen und woran arbeiten wir noch? Aus unserer Sicht ist natürlich diese Internationalität der beiden Gruppen ein extremer Erfolg. Damit sind wir sehr, sehr glücklich. Das war das, was wir auch erreichen wollten. Und das ist uns wirklich gut gelungen. Und jetzt weiter, worauf wir auch wirklich stolz sind, ist, dass wir ein sehr ganzheitliches Zulassungsprozess entwickelt haben, wo wir eben wirklich auf die konkrete Person schauen und diese möglichst ganzheitlich betrachten und deren verschiedene Erfahrungen irgendwie in Betracht zu ziehen. Und eben auch wirklich sehr stark auf ihre Motivation schauen und da verschiedene Perspektiven zusammenbringen. Das hat sehr, sehr, sehr viel gebracht für eben diese Diversität in der Gruppe, die auch die Teilnehmende sehr positiv sehen. Da eben diese Nutzung dieser vielfältigen Perspektiven von den Teilnehmerinnen in Gruppenarbeit, in Diskussionen, das ist auch was die Teilnehmerinnen sehr positiv schätzen. Und das versuchen wir wirklich zu unterstützen, dadurch, dass wir auch für die gesamte Laufzeit des Kurses so Peer-Lerngruppen organisieren, wo sie in so kleinen Gruppen durch den gesamten Kurs sich gegenseitig begleiten können. Was so unsere Herausforderungen angeht,
Wir haben natürlich festgestellt, dadurch, dass die Mehrheit des Kurses online stattfindet, brauchen die Teilnehmenden sehr, sehr viel Unterstützung und sehr viele Informationen. Und das haben wir tatsächlich vor allem in der ersten Runde etwas unterschätzt, wie detailliert wir alles dokumentieren müssen für die Studierenden und wie oft wir sie auch an diese Dokumentation erinnern müssen, wie oft wir sie auch quasi ansprechen müssen mit dem, was genau was zu tun ist, sodass sich keiner verloren fühlt, sodass kein Chaos entsteht. Das ist auf jeden Fall was, wo wir dann vor allem in der zweiten Runde sehr stark in die Richtung gearbeitet haben, und es ist auch was, woran wir quasi andauernd weiterarbeiten, da wirklich sehr detaillierte Richtlinien und Dokumentation für die Studierenden zu erstellen. Und der zweite Punkt ist, wie ich gesagt habe, es gibt diese eine Woche in Wien, da gibt es auch so ein Begleitprogramm mit vielen Netzwerken, Socializing, und wir hatten auch ein kleines bisschen was dann online gemacht, aber wir haben wirklich gemerkt, dass die Teilnehmenden sich das viel mehr wünschen, als was wir in der ersten Runde gemacht haben. Sie möchten dann auch wirklich viel mehr informelle Online-Get-Togethers, gemeinsame Kaffeepausen, wie auch immer. Das ist ein bisschen ein Thema, mit dem wir uns jetzt auch noch beschäftigen. Und jetzt möchte ich mal abschließen mit quasi dem Ausblick in die Zukunft Richtung der Karrierewege der Data Stewards, unserer Absolventinnen, aber auch Data Stewards generell. Ich muss sagen, die Erwartung, die vielleicht zum Teil da war, dass die Personen, die sich bei uns für den Kurs anmelden, irgendwie ganz am Anfang ihrer Karriere in diesem Bereich stehen oder erst vor dem Wechsel, das hat sich nicht so ganz wahrhaftet. Das ist ein schwieriges Wort, wahrhaftet. Tatsächlich ist in beiden Gruppen rund die Hälfte der Teilnehmenden bereits in diesem Bereich tätig. Und das Zertifikatsprogramm bietet eine Art Anerkennung für deren vorhandene Expertise und Erfahrung. Derzeit machen wir keine sehr umfassende Nachbefolgung von den Karrierewegen der Absolventinnen. Wir haben das vor, dann wahrscheinlich für nächstes Jahr, wenn wir so 3 Runden durchgeführt haben. Aber wir haben ein bisschen natürlich von den Teilnehmerinnen auch so in Einzelfällen gehört. Einige haben tatsächlich entweder schon während des Kurses oder dann unmittelbar danach neue Stellen als Data Stewards oder FDM-Expertinnen oder im Repositorienmanagement bekommen, was uns natürlich immer sehr gefreut hat. Aber was so die Breite an möglichen Rollen für Data Stewards oder Personen einfach mit dieser Art Weiterbildung, Ausbildung angeht, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. 2022 hat die Research Data Alliance hierzu eine große Umfrage gemacht, wobei auch zum Beispiel rauskam, dass dieser Begriff, diese Bezeichnung Data Steward eine äußerst europäische Entwicklung ist. Das wird wirklich so gut wie gar nicht woanders auf der Welt verwendet. Es gab aber auch Rückmeldungen von den Befragten aus anderen Teilen des Welts und der Welt, und da waren diese verschiedenen Berufsbezeichnungen als Antwort vorhanden. Da haben die Kolleginnen von der Research Data Alliance diese schöne Word Cloud gebaut, wo man, glaube ich, sehr schön sieht, die gesamte Bandbreite von diesen verschiedenen Rollen, wo Personen auch tätig sein können. Natürlich als Research Data Manager, Data Curators, also Datenkuratierung ist auch eben ein großes Thema im Bibliothekswesen oder eben weiterhin in der Forschung oder in quasi breiterer Forschungsunterstützung. Da gibt es wirklich sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Wie ich am Anfang erwähnt habe, haben wir uns im Rahmen dieser EOSC Task Force zu Data Stewardship mit den Kolleginnen aus ganz Europa auch mit dem Thema Karrierewege beschäftigt. Und einige Sachen, die wir da herausgearbeitet haben, sind eben quasi die Aspekte von Karrierewegen, die für Data Stewards besonders relevant sind und die derzeit von den Arbeitgeberinnen nicht wirklich oder nicht genug, nicht ausreichend adressiert werden. Einerseits haben wir natürlich die Zeit, vor dem man diese Stelle antritt oder vor dem man diese Rolle bekommt, die vorherige Erfahrungen, die Ausbildung, die man mitbringt.
Dann gibt es die ganzen Aspekte der aktuellen Rolle. Sind die Data Students denn zufrieden? Sind sie zufrieden mit deren Team, mit deren Gehalt, mit den Benefits, die sie da bekommen, Urlaub, Homeoffice etc.? Und sehr wichtig natürlich, sind sie tatsächlich glücklich mit den Aufgabenbereichen, die sie da bekommen? Und dann haben wir diese Spanne zwischen deren Forschungsrolle und deren Unterstützungsrolle. Wo auf dieser Skala bewegen sie sich? Weil die Data Stewards arbeiten in der Regel an der Schnittstelle zwischen der Forschung und der Unterstützung. Und es ist gar nicht so einfach, in diese klassischen Strukturen der Unis oder auch generell Forschungseinrichtungen die Data Stewards reinzupassen. Kommen generell als allgemeines Personal rein, aber bringen natürlich in der Regel sehr viel Forschungserfahrung mit und sind es gewohnt, quasi wie Forschende zu arbeiten. Und das kann natürlich auch zu Unzufriedenheit führen, wenn sie da gezwungen sind, in so einer reinen Unterstützungsrolle zu arbeiten. Und womit sich derzeit die Forschungseinrichtungen sehr stark beschäftigen, ist eben, wie finden wir Leute für diese Stellen und wie können wir sie denn ausbilden, weiterbilden für diesen Job. Aber sehr wenige stellen sich die Frage, okay, jetzt haben wir sie oder in 1-2 Jahren haben wir sie, was kommt danach? Werden sie noch glücklich sein in diesem Job, in den 5 Jahren, in 10 Jahren? Und wie können wir schauen, wie das dann, dass wir für sie wirklich auch einen Karriereweg in der Einrichtung kreieren? Und da sind diese ganzen zukünftigen Schritte extrem wichtig. Und aus meiner Perspektive und wirklich auch der Gruppe derzeit recht vernachlässigt von den meisten Forschungseinrichtungen. Es ist einerseits das Thema, wie werden die Personen dann weitergebildet, ausgebildet und was sind tatsächlich deren Wachstumsoptionen innerhalb der Einrichtung? Bietet die Einrichtung tatsächlich nur so einen Management-Karriereweg an? Da gibt es dann natürlich irgendwann mal nicht mehr die Möglichkeit für alle aufzusteigen. Oder gibt es die Möglichkeit auch auf so einem Art Expertinnen-Karriereweg sich weiterzuentwickeln, zum Beispiel Richtung Senior Data Steward? Genau. Und damit würde ich schon den heutigen Vortrag gerne abschließen. Kurzer Hinweis, wenn Sie sich für das Zertifikatsprogramm Data Steward an der Uni Wien interessieren, die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 30. Juni. Da haben Sie noch die Möglichkeit, sich anzumelden. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich da noch einige Anmeldungen von Ihnen sehen würde. Und hiermit bedanke ich mich sehr für die Aufmerksamkeit, freue mich sehr auf Ihr Feedback, Ihre Fragen, die ich dann auch gerne beantworte.